Lassen wir den Tagesordnungspunkt 13.3. 13.4 hatten wir schon ohne Debatte. Dann kommen wir jetzt zu 13.5. Neue Wohnungspolitik in einer wachsenden Stadt. Einreicher Fraktion Die Linke. Möchten Sie beginnen? Frau Dr. Kaufmann, bitte. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, wir wachsen nicht nur durch den Zustrom von Migrantinnen und Migranten, sondern wir wachsen durch den Zustrom von Bürgerinnen und Bürgern, die aus dem Ausland, aus der Bundesrepublik, aus Sachsen, aus anderen Städten im Nahraum der Stadt Dresden nach Dresden ziehen werden. Im letzten Jahr waren das etwa 5.000 Einwohner, ein Plus wie die letzten Jahre auch seit 2000. Die wachsende Stadt ist ein Thema, was insbesondere für den Wohnungsmarkt in Dresden allmählich zu einem Problem wird. Wir stellen eine Sondersituation im Land Sachsen dar. Das ist Ihnen alles nicht neu. Und wir laborieren seit vielen, vielen Jahren an dem Problem, dass wir keinen müden Euro in wohnungspolitische Maßnahmen als Stadt stecken, mit Ausnahme einer Bestandsumbaumaßnahme für alten und behindertengerechten Wohnraum im Bestand, den auch die Stadtverwaltung in ihrem Haushaltsentwurf auf Null setzen wollte für die Jahre 2014 und 2015. Wir haben es mit einem Land zu tun, das knapp 60 Millionen Euro als Kompensationsmittel seit 2007 jährlich für die soziale Wohnungspolitik im Freistaat Sachsen bekommt. Mietwohnungsmaßnahmen und damit Neubaumaßnahmen für Mieter sind seit dem Jahr 2000 und auch damit seit dem Jahr 2007, seitdem Wohnungspolitik Ländersache wurde, nicht vorgesehen. Wir haben den Mietspiegel, der ganz klar seit vielen Jahren Steigerungsraten, die für viele Menschen beängstigend werden, bei der Neuvermietung darstellen. Wir haben auch Investoren, die allmählich den Markt erobern und neben langjährigen Eigentumsmaßnahmen auch Mietwohnungsmaßnahmen anbieten. Aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, die 800 Wohnungen, die im Jahr 2013, das ist die letzte offizielle Zahl, die uns vorliegt, errichtet wurden, die reichen nicht aus, die über 5.000 neuen Bürger langfristig mit Wohnraum zu versorgen. Das Delta wächst. Wir haben es mit langen, langen Handlungsfristen zu tun. Die Stadt hat aktuell kein Wohnkonzept. Die ganzen Informationen, die uns zukommen, die heißen, ja, es gibt ein Monitoring, ja, wir versuchen mit dem Freistaat zu sprechen, ja, wir versuchen unser Bestes und tun und tun und tun, nur rauskommen tut dabei nichts. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere mitbekommen hat, dass wir im November 2014 eine Informationsvorlage im Stadtrat unter ferner Liefen mal durchgewunken haben, die uns informierte, was die Stadt Dresden tun möchte, mit einem Etat von 0 Euro. Dabei haben wir 72.000 Menschen mit Behinderung in der Stadt, die händeringend nach Wohnraum suchen, vor allem barrierearmer und schwellenfreier Wohnraum ist rar. In den letzten Jahren bekannt ist ein Zuwachs von 0 bis 10 Wohnungen. Offizielle Zahlen sprechen von 0. Ich weiß von einigen Baumaßnahmen, die schwellenarm errichtet wurden. Was möchte ich Ihnen damit sagen? Wir als Stadt, die eigentlich handeln müssten, wir tun nichts. Wir tun nichts Großes und nichts Kleines, wenn es nach dem politischen Willen der Stadtverwaltung geht. Wir haben einen Antrag geschrieben im Jahr 2014. Der ist nunmehr ein Jahr alt. Ich glaube da eigentlich, irgendwann ist er überholt, wenn ein integriertes Wohnkonzept uns vorliegt. Aber nein, es ist die einzige wohnungspolitische Maßnahme neben der Kappungsgrenze, die jetzt möglicherweise Realität wird. 2013 durch die
Linke beantragt, hat eine Mehrheit gefunden, am 15.01.2015 endlich beim Freistaat Sachsen eingereicht. Meine Damen und Herren, dieser Antrag, der Ihnen heute vorliegt, ist ein kleiner Baustein. Er möchte im Grunde genommen eine Maßnahme ergreifen, indem wir sagen, jeglicher Vorhaben- und Erschließungsplan, der investorenseitig mithilfe der Stadt auf den Weg gebracht wird, bekommt eine Sozialklausel, dass sozialer Wohnungsbau dort integriert werden muss. Ob es nun 10 oder 20% ist, sei dahingestellt. Das bedeutet aber auch, dass der Dialog mit den Investoren auf der einen Seite und mit dem Freistaat auf der anderen Seite aufgenommen werden muss, um endlich in einer wachsenden Stadt wieder soziale Wohnraumförderung auch im Mietwohnungsbereich nicht nur für Einkommensschwächere, sondern auch für behinderte Menschen zu ermöglichen. Vielen Dank. So, für die AfD wird das Wort gewünscht. Bitte schön, Herr Vogel. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, uns liegt ein Antrag für neue Wohnungspolitik in einer wachsenden Stadt vor. Was ist an diesem Papier neu? Nichts. Es ergeben sich mehr Fragen als Antworten. Dieser Antrag wird den Anforderungen an eine innovative und zukunftsweisende Wohnungspolitik nicht gerecht. Erstens, Maßnahmen zur Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderen Wohnraumversorgungsproblemen sowie des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung für jegliche, also ausnahmslos alle Vorhaben und Erschließungspläne zu vereinbaren, halten wir für eine unnötige Einschränkung und sehen dafür weder Notwendigkeit noch Bedarf. Sie, sehr geehrte derzeitige Gestaltungsmehrheit im Stadtrat, erwarten Vereinbarungen auf konsensualer Basis. Wie Ihr Selbstverständnis für Konsens aussieht und dass Sie sich diesem seit Monaten nicht nur gegenüber unserer Oberbürgermeisterin, sondern auch gegenüber anderen Fraktionen in ganz anderen für die Landeshauptstadt wichtigen und vorwärtsgewandten Themen verschließen, haben aktuelle und künftige Investoren bereits hinreichend zur Kenntnis nehmen dürfen. Warum sollte das beim Thema Wohnungspolitik anders sein? Zweitens, nach Fördergeldern zu greifen und nach Modellprojekten zu rufen, ist sehr einfach. Richtig ist, dass Förderprogramme und ausgewählte Modellprojekte eine, wenn durchdachte und innovative, sehr gute Ergänzung zu einer sehr ausgewogenen, von unterschiedlichsten Anbietern geprägten Wohnungspolitik, wie hier bei uns in Dresden, sind. Dresden ist eine sehr attraktive Stadt mit hoher Lebensqualität. Hier eine von Ihnen gegebene Sondersituation Dresdens abzuleiten, erschließt sich bei mir nicht und bedarf einer näheren Erklärung. Fast täglich erfahren wir von neuen Vorhaben im Wohnungsbau und Sanierungen, aus denen Wohnraum in Dresden entstehen wird. Überall in allen Lagen, sowohl was die Lokalität als auch Ausstattungen, Qualität und damit auch Mietkosten in großer Spannbreite betrifft. Wirtschaft ist immer dann erfolgreich, wenn sie sowohl frei als auch sozial ist, so wie wir das in Dresden erleben. Jeder Investor oder Vermieter, der erfolgreich im Wettbewerb besteht, wird sich nach der Nachfrage seines Geschäftsmodells orientieren und entsprechend vorher recherchieren, ob diese Nachfrage besteht und befriedigt werden will. Das sogenannte Hamburger Modell als Beispiel einer mietpreisbremsenden Wohnungspolitik heranzuziehen, ist an Realitätsverlust kaum zu überbieten. Das Hamburger Modell ist gescheitert. Gerade in Hamburg sind Wohnungsknappheit und Mietenniveau am höchsten. Wer dann noch besorgten Dresdner Bürgern linksblinkend einmal eben den Verkauf der gesamten Dresdner Woba mit einer Scheinsozialcharta rechtfertigt, braucht bei seinen angerichteten Schaden für den Spott nicht zu sorgen. Das Mietsteigerungstempo und die Mietenexplosion sind beim verkauften Dresdner Tafelsilber den Mietern mittlerweile nicht oder überhaupt nicht mehr vermittelbar. Die Wohnungsgenossenschaften, privaten Vermieter und privaten Investoren wissen über den Bedarf an generationengerechten und barrierenfreien Wohnungen Bescheid und werden auch diesen im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Erfolgsaussichten künftig bedienen. Drittens. Es ist bekannt und war in der Zeitung zu lesen, dass Kollege Schollbach nur begrenztes Vertrauen zu privaten Investoren im Wohnungsbau hat. Umso löblicher ist Ihr Wille, sich stärker an private und institutionelle, wenn auch immer Sie darunter verstehen, Investoren im Mietwohnbereich sowohl Bestand als auch im Neubau zu wenden. Aktuelle Investoren wissen, was von ihrer Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit zu halten ist.
Sie behindern und schikanieren Investoren, die an der Blockade aktueller Projekte allumfassend leiden und wo die Gefahr besteht, dass aufgrund von zu erwartenden Klagen und Schadenersatzforderungen erhebliche Risiken für die Landeshauptstadt Dresden entstehen. Als Beispiel sei Marina Garten genannt. Die Zeit sollte für den Stadtrat zu kostbar sein, um sich mit Allgemeinplätzen und Phrasen aus nachweislich erfolgloser Planwirtschaft zu befassen. Deshalb lehnen wir den Antrag ab. So, für die FDP möchte da jemand sprechen? Freie Wähler? Bitte schön. Darf ich es gleich von hier aus machen? Es sind nur zwei Sätze. Einmal würde ich den Linken gerne sagen, dieses Vorgageln von Träumen, die nie zu verwirklichen sind, die haben so viele Dresdner auf die Straße getrieben. Macht euch mal Gedanken, wie ihr damit weitermacht. Das, was Herr Vogel gesagt hat, ist vom Inhalt her unsere Meinung und deshalb schließe ich mich Herrn Vogels Worten an. Wir werden das nicht zustimmen. So, für die CDU-Fraktion, Herr Flemming, bitte. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen. Neue Wohnungspolitik in einer wachsenden Stadt. Hört, hört. Da kriege ich doch gleich so einen bittersüßen Geschmack auf der Zunge. Zur Ehrlichkeit würde doch mindestens gehören, dass die Linkspartei als Einreicher konstatiert, dass zur positiven Entwicklung und zum Wachstum in dieser Stadt sie zumindest in den letzten 25 Jahren nichts beigetragen hat. Aber wir haben gestaltet und der Stadt geht es gut und davon zeugt das Wachstum. Und Frau Dr. Kaufmann, man darf vielleicht ergänzen, Sie erwähnten den Zuzug, man muss sicherlich auch die Geburtenrate in der Stadt mit erwähnen, die für das Wachstum natürlich auch zuständig ist. So, und das Schöne am Wachstum ist ja der Gestaltungsspielraum, den das Wachstum bietet. Den sollte man dann aber auch nutzen, aber nicht so. Sie legen den Investoren und Bauherren Handschellen an, legen Restriktionen rein. Das Gegenteil davon wäre notwendig. Denn der beste Gestaltungsspielraum ist natürlich im Bereich des Bauens, der Wohnungspolitik, der Stadtentwicklung. Dazu sollte man aber zumindest erstmal die Diskussion versachlichen. Das Thema Wohnen ist ein hochemotionales Thema und das haben wir ja auch im letzten Wahlkampf gemerkt. Man kann dabei wunderbar die unterschwelligen Ängste der Bürger befeuern. Aber wir sollten den Bürgern Lösungen und Perspektiven anbieten. Ja, es gibt Stadtteile, da ist der Leerstand an Wohnungen bei 1-2%, Striesen, Südvorstadt vielleicht sogar darunter. Wir haben aber auch Stadtteile, da ist der Leerstand zwischen 4-6%. Im Durchschnitt rechnet die Wohnungswirtschaft so zwischen 3-4% Leerstand. Das sind nach wie vor keine hochbeängstigenden Zahlen. Es ist richtig, Dresden ist kein Mietermarkt mehr. Das war in den Zeiten so, als wir große Leerstände hatten in den 90er und 2000er Jahren. Aber wir haben auch noch keinen Vermietermarkt. Die Wohnungsgenossenschaften, und die sind ja sehr stark vertreten im Dresdner Wohnungsmarkt, die sagen uns, wir haben eine Fluktuation in 2014 von 7%. Das heißt, 7% der Mieter, insbesondere in den Genossenschaften, mehrgeschossige Wohnungen, Häuser, 7% wechseln die Wohnung. Das heißt, entweder im eigenen Bestand oder sie ziehen weg oder sie wechseln in der Stadt vielleicht auch zu einem anderen Vermieter. Diese Zahl ist aber für keinen dieser Beteiligten bis jetzt beängstigend. Denn wenn wir Zahlen nehmen, die wir in München und in Frankfurt haben, da liegen diese Zahlen unter 3%. Dann zeigen die an, es ist nicht mehr ausreichend Wohnraum da. Der Wohnraum, der ist zu teuer. Aber bei 7% Wohnungswechsel sind noch keine beängstigenden Verhältnisse erreicht. Nun wissen wir natürlich trotzdem, dass der Wohnraum knapper wird. Das zeigen uns die Statistiken, dass wir eine zunehmende Absinken der Leerstandsquote haben. Nur noch schlägt sich das auch nicht in einer exorbitanten Erhöhung der Mieten nieder. Wir konnten uns im Mietspiegel davon überzeugen, der Sozialbürgermeister hat das im Herbst erläutert, dass die Mieten
innerhalb von 2 Jahren um 5% gestiegen sind. Innerhalb von 2 Jahren um 5% heißt zumindest im Durchschnitt 2,5% pro Jahr. Da sind wir sehr nah an der ganz normalen Teuerungsrate. Nun werden Sie sagen, das macht es aber auch nicht besser, weil 5% bleiben 5%. Da muss man der Ehrlichkeit halber auch dazu sagen, dass die Einkommen sich stärker entwickelt haben. Sowohl bei der arbeitenden Bevölkerung liegen die Einkommenserhöhungen über 5%, wie auch bei solchen problematischen sozialproblematischen oder wo es sozial problematisch werden könnte, Bevölkerungsgruppen wie die Rentner. Die Erhöhung der Alterseinkommen war im Jahr 2013 2,6%, im Jahr 2014 3,1%. Das liegt zumindest noch über den Mietsteigerungen. So, nun ist es natürlich trotzdem keine Option, nichts zu tun, das ist klar. Wir müssen auf die Entwicklung reagieren, aber wir sollten das mit dem nötigen Augenmaß machen. Und dazu hat uns die Stadtverwaltung Anfang vergangenen Jahres ein Wohnkonzept vorgelegt. Dieses Wohnkonzept ist hier im Stadtrat gewogen worden und von der Mehrheit für zu leicht befunden worden. Und die Stadtverwaltung hat nachgearbeitet. Und gerade derzeit geht das nunmehr wiederum fertige Wohnkonzept in den Geschäftsbereichsumlauf. Und die Ergebnisse, die sollten wir doch wenigstens erstmal abwarten, bevor wir hier aus der Hüfte schießen, solche Vorlagen hier reinbringen. Also wir können solche planwirtschaftlichen Reflexreaktionen nur ablehnen und werden der Vorlage nicht zustimmen. So, für die Grünen, Herr Löser. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, ich zitiere: Die Deckung des Wohnbedarfs von Bevölkerungsgruppen mit besonderem Wohnraumversorgungsproblem sowie des Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung. Dazu besteht die Möglichkeit, städtebauliche Verträge abzuschließen. Das ist nicht, Zitat Karl Marx, das Kapital, sondern Baugesetzbuch, § 11. Und ich sage das ganz bewusst, weil von Ihrer Seite immer wieder versucht wird, das Gestalten, das Einflussnehmen auf Entscheidungen mit Investoren als investorenfeindlich, als Gängelung, als Planwirtschaft und Sonstiges darzustellen. Das steht in unserem Baugesetzbuch genauso drin. Und das steht da drin, weil es eben heißt soziale Marktwirtschaft, weil es heißt Eigentum verpflichtet. Und natürlich können wir als Stadt selbstbewusst mit Investoren verhandeln. Und in München, meine Damen und Herren, gibt es seit vielen Jahren erprobt das Konzept der sozial gerechten Bodennutzung. Sie kennen das vielleicht und Sie wissen auch, dass München sich das leistet, dass es 30% verlangt, Sie wissen es, dass sozial eben gebaut wird. Das ist doch gar nicht das Argument. Wenn Sie noch weniger machen würden, wären die Mieten doch noch viel höher. Das stimmt doch nicht, was Sie sagen. Und Dresden ist eben auch, und da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Herr Flemming, dadurch, dass wir eine wachsende Stadt sind, dass wir auch gut aufgestellt sind, genau in der Situation mit Investoren darüber zu reden. Und da liegt eben genau der Fehler auf Ihrer Seite, dass Sie glauben, dass man das nicht tun sollte. Wir hatten vor 10 Jahren eine andere Situation, da hatten wir eben einen Mietermarkt. Da hatten wir auch nicht die Situation, dass Investoren nach Dresden kommen in großen Mengen und hier bauen wollen. Wir haben es aber jetzt anders, zum Glück, sage ich auch. Und es ist auch gut so. Aber diesen Gestaltungsspielraum, den sollten wir eben auch nutzen und nicht so tun, als ob uns das nichts angeht. Und wenn wir nichts tun, wird sich das schon irgendwie regeln. Und wir wissen doch, dass wir Wohnungen brauchen. Es ist doch ausgeführt worden, weil wir eben Steigerungen haben der Bevölkerung. Wir wissen, wie viel das sind in den nächsten Jahren. Kommen nochmal Zehntausende dazu. Da ist doch logisch, dass wir Anreize brauchen, natürlich im privaten Wohnungsbau, aber, und das wissen wir zumindest auf dieser Seite auch, im kommunalen Wohnungsbau. Und wir haben eben insgesamt, das wissen Sie auch, eine Leerstandsquote von 3%. Da gibt es verschiedene Rechnungen, aber Sie wissen auch, dass das eigentlich die Grenze ist, wo man unbedingt handeln muss. Und dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können privat bauen mit Investoren, natürlich, das tun wir. Und ich will Ihnen einfach mal entgegensetzen, weil Sie diese Mehr hier durch die Stadt treiben, dass Rot-Grün-Rot hier verhindern würde. Im letzten Bauausschuss alleine 800 Wohnungen sind uns vorgestellt worden in Projekten. Das sind tolle Projekte.
Da sind wir dafür, kein Problem. Aber wir sind eben dagegen, wenn über Überschwemmungsgebiet, und Sie wissen genau, dass es das ist, da Luxuswohnungen hingebaut werden sollen. Und Sie vergessen das. Das letzte Hochwasser ist nicht lange her. Sie wissen, wie nah das an der Elbe ist. Übernehmen Sie dann die Verantwortung, wenn diese Wohnungen dann im Wasser stehen? Das machen Sie uns zum Vorwurf, dass wir immer wieder daran erinnern. Das ist, glaube ich, nicht die Lösung. Und da sind Sie auch nicht konsistent in Ihrer Argumentation. Der zweite Punkt, wo wir bezahlbaren, preiswerten Wohnraum schaffen können, ist einmal kommunaler Wohnungsbau. Da sind wir am Reden. Das ist kein Teufelszeug. Das gibt es in ganz vielen Ländern übrigens auch, in Österreich, in Wien. Sie wissen das vielleicht alles. Und auch in anderen deutschen Städten. Durchaus auch nicht von linken Mehrheiten regiert. Und Sie wissen auch, dass man natürlich Genossenschaften stärken muss. Auch das tut man, obwohl ich mal sagen muss, die WGJ zum Beispiel, die einen super Job macht in dieser Stadt. Mein Gefühl ist, dass sie eigentlich ein bisschen mehr auch, sagen wir mal, Anerkennung in dieser Stadt für dieses tolle, für diese tolle Leistung da erfahren könnte. Ich glaube, da ist in den letzten Jahren auch zu wenig geleistet worden von der Seite, auf die ich hier mal blicke. Und wir können natürlich mit städtebaulichen Verträgen gestalten, genauso wie es hier vorgeschlagen worden ist. Insofern ist das auch ein richtiger Weg. Es ist ein kleiner Baustein, Frau Kaufmann hat es gesagt, aber aus vielen kleinen Bausteinen werden am Ende auch Wohnungen. Für die SPD-Fraktion, Herr Bartels, bitte. Wollen Sie, oder? Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Damen und Herren, werte Gäste. Herr Vogel, Herr Fischer, für Sie mal die Information. Ich bin gerne bereit, mit Ihnen mal so eine Sondersitzung zu machen zum Wohnen und damit wir mal klären können, was eigentlich so ein soziales Wohnen bedeutet. Herr Fleming, für Sie mal nicht die ortsübliche Vergleichsmiete und die Erhöhung im Rahmen der ortsüblichen Vergleichsmiete ist das Problem, sondern die Wiedervermietungsmiete, wenn eine Wohnung leer geworden ist. Und dort gab es bei der Erstellung des Mietspiegels die Aussage, die Wiedervermietungsmiete liegt ungefähr 15% über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und das letzte Empirica-Gutachten sagt aus, die Wiedervermietungsmiete liegt jetzt etwa bei 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Der Mieterverein macht Statistiken darüber, wenn ein Mitglied zum Mieterverein kommt mit einem neuen Mietvertrag, dann schauen wir, was wird dort verlangt gegenüber der ortsüblichen Vergleichsmiete. Und aus der äußeren Neustadt haben wir zwei Beispiele, wo die Wiedervermietungsmiete 80% über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Das sind Hamburger, das sind Münchner Verhältnisse. Und dem gilt es entgegenzuwirken. Natürlich ist es repräsentativ. Nein, ich sagte, repräsentativ ist das, was Empirica macht und was im Mietspiegel gesagt wurde. 20% über der ortsüblichen Vergleichsmiete ist deutlich mehr als das, was jetzt von der Bundesregierung beschlossen wurde, 10% Wiedervermietungsmiete. Nicht? Da sind wir. Und wenn wir überlegen, in welcher kurzen Zeit das alles gekommen ist, dann ist das ein gewaltiges Instrument und ich denke, man muss rechtzeitig gegensteuern. Nun aber zu meinem eigentlichen Vortrag. Ich kann sagen, da ist schon wieder ein Antrag da, der die verfehlte Wohnungspolitik der letzten Jahre korrigieren soll. Wir werden diesem Antrag ohne Wenn und Aber zustimmen, sind aber zutiefst davon überzeugt, dass dieser Antrag im Moment überhaupt keine Chance hat, umgesetzt zu werden. Warum nicht? Das will ich hier begründen. Seit 2008 ist erkennbar, dass Dresden eine wachsende Stadt ist, dass durch Wohnungsrückbau und geringe Neubautätigkeit der Wohnungsleerstand sich kontinuierlich verringert. Seit dieser Zeit hat es eine Vielzahl von Anträgen zum Wohnen in diesem Rat gegeben, die bis auf Ausnahmen mit dem Hinweis, dass ausreichend Wohnungen vorhanden sind, alle abgelehnt wurden. Selbst nachdem im Sommer 2012 der Wohnungsmarktbericht 2011 herausgekommen ist, in dem klar und deutlich gesagt wurde, der marktrelevante Wohnungsleerstand Ende 2010 hat 4,9% bestanden. Das war deutlich weniger als das, was wir als Mieterverein mal ermittelt hatten. Gab es kein Umdenken in der Verwaltung, auch hier im Rat nicht. Sie, Frau Oberbürgermeisterin, teilten mir dann in einem Schreiben vom August 2013 mit, dass Ende 2012 der marktrelevante Wohnungsleerstand in dieser Stadt nur noch 3,5% beträgt. Parallel zu dieser Entwicklung mehrten sich die Berichte über steigende Mieten, insbesondere bei der Wiedervermietungsmiete. Ein jeder kann in die Zeitung schauen, da findet er genug darüber. Anfang 2013 wurde dann, nachdem hier im Rat ein Rückbaustopp für die GAGFA beschlossen wurde, und damals wurde stolz verkündet, die GAGFA braucht nun 100 Wohnungen nicht mehr abreißen. Da wurde aber einige Tage später
wurden von der Verwaltung 650.000 Euro Fördermittel für den Rückbau von etwa 178 Wohnungen ausgereicht, ohne dass es eine parlamentarische Beteiligung gab. Das waren Steuergelder, die bereits zu diesem Zeitpunkt dringend für die Förderung des Wohnungsbaus gebraucht worden wären. Anfang 2013 sollte dann von der Verwaltung das Wohnkonzept erstellt werden. Wir können uns noch gut erinnern, es kam nicht. Dann sickerte durch, dass das Wohnkonzept fertig ist und in der Verwaltung auf Runde ist. Und dann erhielten wir die Nachricht, dass Sie, Frau Oberbürgermeisterin, diesen Entwurf des Wohnkonzeptes zurückgezogen und eine Nachbesserung verlangt haben. Das Wohnkonzept, das dann vorgelegt wurde, ist hier im Rat durchgefallen, weil es sozial unausgewogen war. Von verantwortungsbewussten Bürgern habe ich später diese erste Fassung des Wohnkonzepts, die vom Bürgermeister Marx erstellt wurde, erhalten. Dieser Vorlage hätte ich hier im Rat sofort zugestimmt. Da in dieser Vorlage die kritische Situation der Stadt, die auf dem Wohnungsmarkt entstanden ist, richtig analysiert und mit den richtigen Schlussfolgerungen begegnet wurde. Bürgermeister Sittel, der diese sozial ausgewogene Vorlage abgelehnt hat, soll nun federführend ein Wohnkonzept erstellen, das alle sozialen Aspekte berücksichtigt. Ich bin gespannt, was da rauskommt. Ich bin überzeugt, dass für diesen Antrag, auch wenn er heute eine Mehrheit findet, davon bin ich überzeugt, hier im Rat nur eine Chance auf eine Realisierung besteht, wenn Sie, Frau Oberbürgermeisterin, aber eigentlich sind Sie ja raus, dadurch, dass Sie heute Ihren letzten Arbeitstag hier haben, aber die Bürgermeister bleiben und wenn daraus die richtigen Schlussfolgerungen gezogen werden oder anders ausgedrückt, wir brauchen in dieser Stadt eine Oberbürgermeisterin und Bürgermeister, die das Wohnen als soziales Gut anerkennen, das nicht nur dem freien Markt überlassen werden kann, sondern dass bewusstes soziales Handeln hierfür erforderlich ist. Danke. So, wir sind in der ersten Fraktionsrunde. Jetzt hat Herr Green angemeldet. Wollen Sie sprechen? Oder Herr Bauer? Herr Bauer, Entschuldigung, ja. Wir machen dann weiter. So, bitteschön. Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, Damen und Herren Stadträte, im Kern halten wir den Antrag der Linken für einen Schritt in die richtige Richtung. Wir finden, dass er inhaltlich einen leichten Beigeschmack hat, der etwas an die Zeiten von Sozialismus und von Planwirtschaft erinnert. Es ist trotzdem auf jeden Fall richtig, dass wir hier in Dresden immer stärker mit dem Problem einer zunehmenden Wohnungsknappheit und dem daraus resultierenden Anstieg der Mieten konfrontiert werden. Es ist auch richtig, dass dieses Problem aufgrund des massiven Bevölkerungswachstums unserer Stadt seit mindestens 10 Jahren absehbar gewesen ist und seit mindestens 10 Jahren auch konsequent ignoriert wurde. Und es ist bis heute nicht nachvollziehbar, warum der Rückbau der Plattenbauten bis zum bitteren Ende vollzogen wurde. Es ist genauso wenig nachvollziehbar, warum man trotz der angespannten Situation auf dem Dresdner Wohnungsmarkt immer noch, ohne dass man endlich mal aufwacht, Flüchtlinge in unserer Stadt dezentral in Wohnungen unterbringt und somit nach aktuellem Stand dürften es so 500 bis 600 Wohnungen sein, die dadurch dem richtigen Wohnungsmarkt entzogen werden. Und das betrifft genau den Wohnraum, der zur Deckung des Wohnbedarfs von sozial schwächeren Bevölkerungsschichten benötigt wird. Und leider kann ich aber dem Antrag die daraus entsprechenden logischen Schlussfolgerungen nicht entnehmen. Es ist ein weiteres Problem des Antrages, dass eine gewisse Blauäugigkeit durchschimmert, wenn beispielsweise in Punkt 1 davon die Rede ist, dass bei allen Wohnungsbauvorhaben mit den Investoren auf konsensualer Basis Vereinbarungen für den sozialen Wohnungsbau getroffen werden sollen. Das scheint mir dann doch, wenn man sich das so durchliest, etwas sehr weltfremd zu sein, denn ich glaube nicht, dass Investoren freudig Durchführungsverträge zum Bau von Sozialwohnungen unterzeichnen, nur weil man vor ihrer Nase mit einem Stadtratsbeschluss herumwedelt. Schlimmstenfalls bauen sie dann woanders. Ich denke, auch das sollte man bei so einem Antrag im Auge behalten. Es mag zu Zeiten des Sozialismus möglich gewesen sein, dass man im 5-Jahres-Plan festgelegt hat, dass dem sozialen Wohnungsbau die oberste Priorität eingeräumt wird, aber heutzutage dürfte so etwas bei Bauherren und Investoren wohl eher nur für ein müdes Lächeln sorgen. Wir denken nichtsdestotrotz, dass die Grundintention des Antrages nicht ganz verkehrt ist. Das Problem des immer größer werdenden Mangels an günstigem Wohnraum muss dringend angegangen werden und das, bevor wir Verhältnisse wie in Städten wie München, Stuttgart oder wie in Köln haben.
Die Beeinflussung von Wohnungsbauvorhaben durch die Stadt ist ein Versuch, der jetzt hier angegangen wird. Und ich bin gespannt, was dieser Antrag, wenn wir ihn dann heute hier beschließen, was der in einigen Jahren bewirken wird. Wir werden dem zustimmen, aber bleiben trotzdem, was das Ergebnis angeht, erstmal skeptisch. Es geht abschließend noch meiner Meinung nach so oder so kein Weg daran vorbei. Es ist mehrmals bereits angesprochen worden, dass die Stadt wieder selber Geld in die Hand nimmt und schnellstens eine neue WOBA auf den Weg bringt, damit wir auch in Zukunft günstigen Wohnraum auch für sozial Schwächere zur Verfügung haben werden. Die derzeitige Mieterhöhungswelle bei der GAGFA, von der sehr viele Mieter kalt überrascht wurden, wir konnten das der Zeitung entnehmen, die sollte uns eine Warnung sein. Wenn die Stadt nicht zeitnah selber regulierend hier eingreift, wird Dresden bald, was die Mieten angeht in unserer Stadt, sein blaues Wunder erleben. Vielen Dank. So, ich habe jetzt mitgekriegt, Herr Musculus und Frau Dr. Kaufmann, Sie wollten noch reden, oder haben Sie sich jetzt geeinigt, oder wie, oder was? Wer macht das Schlusswort und wer macht das? Okay, Herr Musculus, bitte. Frau Oberbürgermeisterin, sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte, Herr Vogel, Sie möchte ich mal persönlich auch ansprechen als altkommunistisch-ideologisch vorgeprägter Mensch und Ihre Ausführungen mal versuchen zu kommentieren. Sie haben hier ausgeführt unter anderem, dass in Dresden ausreichend Wohnungen gebaut werden, in ausreichender Ausstattung, in vielzahlreicher Ausstattung, in preislicher differenzierter Ausgestaltung letztendlich. Und ich möchte dazu Folgendes Ihnen ins Stammbuch mitgeben. Sie haben sich vor kurzem beworben und entschlossen, im Auftrag Ihrer Partei vermutlich, OB-Kandidat zu werden. Diese Rede, die Sie hier gerade gehalten haben, empfehle ich Ihnen auf allen Wahlkampfveranstaltungen hier in Dresden erneut vorzutragen. Erneut vorzutragen. Sie werden Applaus bekommen von vielen, vielen Dresdnerinnen, die diesen Unsinn sicherlich folgen werden. Bitte sehr. Aber die Realität ist natürlich nicht nur durch die AfD gekennzeichnet, sondern auch durch die CDU. Seit vielen Jahren, na selbstverständlich, sogar noch viel entscheidender, seit vielen Jahren immer wieder hat Frau Oberbürgermeisterin Orres uns hier im Stadtrat informiert, aber auch in diversen Ausschusssitzungen spielt das ja eine Rolle, wie vielfältig Ihre Bemühungen sind, mit dem Freistaat Sachsen in Einvernehmen zu kommen, um eine Wohnungsbauförderung für Dresden zu erhalten. Vielfältige Bemühungen sollen es gewesen sein. Allerlei wurde unternommen, Gespräche vielfältiger Art sind geführt worden. Und was ist das Ergebnis eigentlich dieser ganzen Gespräche und vielfältigen Bemühungen seit mindestens einer Wahlperiode? Null. Null. Es gibt keinen sozialen Wohnungsbau hier in Dresden. Und alle neuen Wohnungen, die hier gebaut werden, sind in einer Netto-Kaltmiete zwischen 8, 10 und 12 Euro. Verdienstvoll wird jetzt demnächst sein, das Wohnungsvorhaben in Nickern, wo ein Preis von 6 Euro angestrebt wird, 6 bis 7 Euro Netto-Kaltmiete. Das wird verdienstvoll sein als erste Aktivität hier auch in dieser Stadt. Und deshalb, Frau Oberbürgermeisterin Orres, zweifelsohne, Sie haben viele Verdienste für diese Stadt. Und Sie haben heute einleitend zu dieser Stadtratssitzung auch ein Resümee in Persönliches gezogen. Ich achte das, ich ehre das, tue das anerkennen, was Sie geleistet haben. Aber auf dem Gebiet des Wohnungsbaus, des sozialen Wohnungsbaus, ist Ihre Erfolgsquote null. Ist Ihre Erfolgsquote null. Jetzt kann man nun sagen, tragen Sie dafür die alleinige Schuld, Frau Oberbürgermeisterin. Ihr Parteifreund Ulbich, Innenminister in diesem Freistaat Sachsen, ist seit vielen Jahren für den Wohnungsbau zuständig. Er ist zuständig dafür. Und er hat sich natürlich auch beraten und entschlossen, mit seiner Partei zu kandidieren und Oberbürgermeisterkandidat für Dresden zu werden. Und ich möchte auch sagen, solche Oberbürgermeisterkandidaten wie Herrn Vogel, Herrn Ulbrich, bezüglich des Wohnungsbaus hier in Dresden, auf die könnten wir gut verzichten. Sie stehen aber im Wettbewerb mit den anderen Mitbewerbern. Und der Wähler wird es entscheiden. Ich denke, der Antrag der Linken, sich für einen sozialen Wohnungsbau, für eine neue Wohnungspolitik hier in Dresden einzusetzen, ist nur folgerichtig gewesen, weil die bisherigen Ergebnisse überhaupt nicht erwähnenswert sind. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. So, Frau Dr. Kaufmann.
Fassen jetzt nochmal an. Jetzt nochmal Herr Würz, und bleibt es dann bei Ihnen oder kommt noch jemand? Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Stadträtin, Städte, es wurde ja nochmal von den Investoren, also ich sage immer lieber Bauträger, weil man weiß nie genau, wie viel Geld die eigentlich haben. Und ich darf ja auch, wenn man beruflich mit Wohnungsbau teilweise beschäftigt ist, nicht alles sagen, was ich weiß, da zählt meine Schweigepflicht. Aber manchmal gibt ja auch ein Investor oder ein Bauträger oder ein Baulöwe, wie man sie nennen will, in der Zeitung ein bisschen zu viel zum Besten. Da hat sich einer zu Wort gemeldet, der hat gesagt, naja, er würde gerne 4.300 Quadratmeter Wohnfläche bauen und erzielt damit oder rechnet damit, dass er 10 Millionen Euro Baukosten hat. Da kann man dann mit dem Taschenrechner ausrechnen, okay, das sind 2.325 Euro pro Quadratmeter Baukosten, das ist realistisch. Das ist kein Luxusdomizil, das ist so das, was man gerade so noch, wenn man sagt, wirtschaftlich bauen kann. Und im gleichen Atemzug sagt er aber, er hat so die Vorstellung, für 4.850 Euro pro Quadratmeter zu verkaufen. Und da hat sich dann mancher Leser der SZ in der Tat gefragt, hey, die Baukosten 2.300 und selbst wenn ich gewisse Vertriebskosten rechne, wenn ich rechne, dass da noch ein Grundstück dazu kommt, dann ist ja da im Prinzip mehr als, also mehr, das ist ja mehr als das Doppelte dann, was dort erzielt werden soll. Wie kann denn das gehen? Und da sind wir eben beim Problem. In der Tat, es drehen sich in Dresden die Kräne, es werden sehr viele Wohnungen gebaut, in Striesen wird fast jedes freie Grundstück gebaut. Insofern ist es vollkommen abwegig, hier zu erzählen, dass Rot-Rot-Grün und Piraten Investoren behindern wollen. Nur man muss manchmal auch Investoren vor sich selber schützen und auch davor schützen, wenn sie sich schon mit dem Grundstück an der Elbe verspekuliert haben, da auch noch sozusagen den Aufwand des Bauens und des Gebäudes dann hinterherzuschieben, weil es ist ja Folgendes, die Kunst ist ja nicht, Wohnraum zu bauen und hier das politisch durchzusetzen, die Kunst ist hier in Dresden, Wohnraum mit fast 5.000 Euro pro Quadratmeter, wo dann eine, wenn wir sagen, Familienwohnung, 500.000 Euro, also eine 500.000 Euro, zu D-Mark-Zeiten, das geht in Dresden ja noch nahe, 1.000.000 Euro hier in Dresden überhaupt zu verkaufen, weil das sich in Dresden überhaupt niemand leisten kann, der für so eine Wohnung dann dieses Geld ausgibt. Weil wenn man da auf die Grundrisse schaut, da sieht man dann nämlich, da ist nichts Besonderes dabei, da ist kein Luxus dabei, wie das immer dran steht. Und das ist ja das Problem, an den Bautafeln steht dann dran, da steht nicht dran preiswerter Wohnraum, sozialer Wohnraum, da steht dran herrschaftlich, hochherrschaftlich, Palais, schlossartig und da sieht man dann, da werden ganz andere Zielgruppen angeschlossen. Und das sind Zielgruppen, die nicht in Dresden wohnen. Wir bauen seit Jahren in Dresden Eigentumswohnungen, aber die Eigentümerquote in Dresden steigt nicht. Die stagniert, weil diese Wohnungen außerhalb Dresdens besessen werden. Es sind dann, wenn wir sagen, Zahnärzte, Architekten, es sind Rechtsanwälte, die eben Geld übrig haben und die sich dann teilweise hier auch aufs Glatteis führen lassen, weil die so eine Wohnung in der Tat kaufen und dann mit den erzielbaren Mieten in Dresden zurechtkommen müssen, die weit unter dem liegen, wie man so eine Wohnung dann wirtschaftlich abzahlen kann. Und da müssen wir ein Auge drauf haben. Es ist nämlich so, dass schon auch das ich glaube, das IFO-Institut war es, haben festgestellt, die Kaufkraft, das frei verfügbare Einkommen in Dresden ist nur durch die preiswerten Mieten so, dass es noch verkraftbar ist. Wenn die Mieten hier höher wären, dann bedeutet das, dass auch Familien, dass hier ältere Menschen, dass die hier finanziell stranguliert werden, weil es ist vollkommen abwegig zu sagen, dass die Mietpreiserhöhungen unter der Teuerungsrate liegen, sondern es ist so, dass ja die Mieten schon durch die Warmmieten in den letzten Jahren überdurchschnittlich gestiegen sind, dass die auch zur Teuerungsrate beigetragen haben, dass ja alle wissen, wie in den letzten 10 Jahren hier in Dresden Stromkosten, Abwasserkosten und auch die Nebenkosten, die berühmte Kaltmiete, die Nebenkosten gestiegen sind. Und das merken die Leute natürlich. Und da ist die CDU auch gerade schon mal weiter gewesen, weil sie im Kommunalwahlkampf gesagt haben, dieses Problem haben wir unterschätzt. Und die Linke hat es nicht unterschätzt, dieses Problem. Wir haben dadurch auch auf der linken Seite dieses Stadtrausen ausreichenden Zuwachs erzielt. Wir werden das Problem auch nicht vergessen. Wir werden dieses Problem auch bewältigen. Das kann ich Ihnen versprechen, meine Damen und Herren. Frau Dr. Kaufmann, bitte. Ja, meine Damen und Herren, als ich heute ans Rednerpult trat, dachte ich, der Vorwurf kommt, dass so ein kleiner Antrag so viel bewegen möchte. Aber die Diskussion ging in eine völlig andere Richtung, Größenwahn und Sozialismus. Und ich möchte Ihnen noch einmal sagen, das ist in der Stadt Kiel, in der Stadt Münster, in der Stadt Frankfurt, in der Stadt München gelebte Realität. Und
Wenn wir diese Instrumente haben, mithilfe des Baugesetzbuches, meine Damen und Herren, da sollten wir sie doch auch nutzen. Was bedeutet konsensual? Die wenigsten wissen das wahrscheinlich, was ein Vorhaben- und Erschließungsplan ist. Ein Vorhaben- und Erschließungsplan ist ein Plan, der von einem Investor aufgesetzt wird, und mithilfe eines städtebaulichen Vertrages kann die Stadt einen Passus oder viele einbringen, wie sie Gestaltung haben möchte. Das beginnt bei der Öffnung von Gärten, bei der Gestaltung von Fassaden und hört auf bei Gehleit- und Wegerechten beispielsweise. Und dazu zählt eben auch die Möglichkeit, dass man Wohnraumbedarf für besondere Bevölkerungsgruppen anmelden kann. Und es ist konsensual, meine Damen und Herren, das ist, glaube ich, Sinn eines jeden Vertrages, dass beide Vertragspartner dies unterzeichnen. Und ich halte es für ein legitimes Mittel, dass wir diesen Weg gehen. Irgendjemand hat erklärt, es wird doch Wohnraum gebaut. Und die Kapitalisten, die Investoren, die sind doch nicht doof. Natürlich sind die nicht doof, deswegen bauen die doch auch keinen preisgünstigen Wohnraum, weil tausende Menschen, Haushalte nachfragen und bereit sind, weil sie überhaupt keine andere Chance haben, teuren Wohnraum anzumieten und sich da möglicherweise auch in ihrem Lebensunterhaltskosten etwas zu verschätzen. Und wenn wir 540.000 Menschen haben, von denen 5.000 zuziehen, sind die 6.000 Babys, die noch dazu zu rechnen sind, nicht jene, die morgen eine Wohnung mieten werden, aber die sind die Zukünftigen, die nach Wohnraum suchen. Und die Mittel, die uns zur Verfügung stehen in einem Land, was einen Scheiß dafür gibt, dass Mietende in einer wachsenden Stadt keinen Wohnraum finden, das halte ich für ein Riesenproblem. Wir haben 60 Millionen, meine Damen und Herren, 60 Millionen. Die können als Komplementärfinanzierung und sei es nur 1% in eine Stadt fließen wie Dresden, um eben genau so eine soziale Wohnungsbauförderung mit zu finanzieren. Mehr ist es doch nicht. Es ist ein Versuch wert, und ich sage es noch einmal, Kiel macht es, Frankfurt macht es, München macht es, Münster macht es. Die nennen es sozialgerechte Bodennutzung. Und ich denke, wir haben nicht viele Versuche, aber dieser Versuch, der könnte wirken. Denn es ist ja nicht so, dass wir den Investoren irgendetwas von ihren Gewinnen abzwacken. Nein, wir subventionieren natürlich Sozialbedürftigen, Menschen, die eben keinen Wohnraum neu geschaffen bekommen, weil sie eben das Klientel sind, was nicht als Fokusgruppe der Investoren da ist. Und dann denken Sie bitte auch noch daran, Thema Asyl. Natürlich wird das auch ein Problem werden. Wir werden Hotels möglicherweise anmieten. Wir hatten die Diskussion schon. Vielleicht nicht morgen, aber vielleicht in 5 Jahren. Warum nicht jetzt gleich versuchen, Wohnraum zu schaffen, der bedarfsgerecht einer wachsenden Stadt auch ihren einkommensschwächeren Menschen die Möglichkeit gibt, hier zu wohnen. Und nochmal, ich betone es, auch Menschen, die Behinderungen haben. Wir bräuchten im Schnitt 50 bis 100 behindertengerechte Wohnungen. Einfach um der Notwendigkeit, die der demografische Wandel mit sich bringt, gerecht zu werden. Wir haben null. Warum haben wir denn null? Die Investoren, nennen Sie mir bitte eine, wenn Sie sagen, stimmt nicht. Sieben. Die Genossenschaft. Sie war nicht finanzierbar, genau. Und das ist der Punkt. Das ist wirklich der Punkt. Die sind barrierefrei, die sind bewohnt, aber es lebt dummerweise kein Rollstuhlfahrer drin, weil er die Preise, die damit aufgerufen werden, einfach nicht bezahlen kann. Das stimmt sehr wohl. Gehen Sie zur Behindertenbeauftragten dieser Stadt. Fragen Sie einfach nach. Meine Damen und Herren, auch wenn wir hier polemisch uns Zahlen an den Kopf werfen, ich bin nicht polemisch. Sitzen Sie bitte einfach mal im Behindertenrat, fragen Sie Ihre Fragen und dann werden Sie herausbekommen, dass 72.000 Menschen mit Behinderung in der Stadt, davon ist natürlich nur ein geringer Anteil, der Rollstuhl- oder barrierefreie Wohnungen nachfragt, auf der Suche nach Wohnungen sind, die Sie finanzieren können, die Sie mit Ihrem Gehalt finanzieren können. Und dafür ist dieser Antrag unter anderem. Und wir wollen gestalten. Der Private gestaltet für privates Kapital. Frau Kaufmann, kommen Sie bitte zum Schluss.
Und dieser Antrag, der in anderen Großstädten Wirkung hat, seit Jahrzehnten, meine Damen und Herren, und keine Erfindung der Linken ist, sondern aus den 70er Jahren die Möglichkeit erschaffen hat, der sollte auch in Dresden seine Wirkung zeigen. Vielen Dank. Es gibt noch eine Wortmeldung. Herr Vogel, bitte. Ach so, nee, es war schon Schlusswort. Stimmt. Entschuldigung, hätten Sie sich eher melden müssen. So, dann darf ich bitte um Konzentration bitten. Der Tagesordnungspunkt 13.5 kommt zur Abstimmung. Ihnen liegt die Beschlussempfehlung des federführenden Ausschusses vor. Wer dieser seine Zustimmung geben möchte, bitte ums Handzeichen. Wer ist dagegen? Wer enthält sich? 40 haben mit Ja gestimmt, 26 mit Nein. Damit ist der Antrag mehrheitlich angenommen. So, ich würde vorschlagen, wir gehen in die wohlverdiente Pause. Wir sehen uns um 19 Uhr hier bitte pünktlich wieder.